Willkommen zurück bei Tropico 6. Wir warten, bis der Überfall Plündergunst abgeschlossen ist. Und währenddessen, wir haben ganz viel Geld übrig, stelle ich fest. Wir könnten doch mal irgendwie hier investieren. Und zwar werden wir... Können wir schon Zigarrenfabriken haben? Nein, aber wir könnten ja schon mal Tabak anbauen. Oder wir holen uns mal ein Bergwerk und bauen Gold ab. Oh, ist aber doch ein bisschen weit weg da hinten. Gefällt mir jetzt nicht so. Oder man geht hier hin halt. Und dann könnte die Straße... Ja, das ist nicht so weit weg, glaube ich. Na, hier müssen wir über eine Brücke. Ach, wir haben ja gar keine Brücken. Hahaha. Das werde ich auf jeden Fall nicht machen dann. Also, Bergwerk. Ja. Ah, hier kriege ich aber wirklich mal 4 rauf, oder? Vielleicht doch nicht. Warte, hier kann doch wohl keine Straße lang, oder? Doch, sollte gehen. Da kriegen wir hier 4 rauf. Hier kriegen wir 4 rauf. Das wird hier dieses Mal wird es klappen. Dann würde ich mich so längst 4 und dann... Ach, dann kriege ich doch nicht gegenüber davon. Ja, das ist doch immer eine Schande mit diesen Bergwerken. Man könnte so viele davon bauen. Oh, so würde es gehen, so würde es gehen. Ich hoffe, da könnte ich aber noch eine Straße dann bauen. Da wird ja wohl gehen, wenn das mir anzeigt. So. So. Sehr schön. Jetzt erzählt... Oh, es geht noch, es geht noch. Huf. Schwein gehabt. Das hätte jetzt hier auch schief gehen können. Ah, ein Feld länger noch. Bis hier muss es gehen. So, und das muss dann... Bis hier wenigstens gehen. Und dann können wir sie vielleicht sogar in einem Zug verbinden. Nein, können wir natürlich nicht. Mal sehen, wie wir es machen. Wir ziehen am besten... Ach, am besten von hier gleich. Ist ja viel einfacher. Die ziehen wir einfach einmal gerade hoch. Dann geht die Verbindung zu Delle zwar nicht ganz, aber... Und so. Na also, läuft doch. So eine schöne Straße. Das können die jetzt erst bauen, dann sind die eine Weile beschäftigt und währenddessen wird der Überfall schön abgeschlossen. Vielleicht wirklich, was ich mit dieser Insel anfangen soll allerdings. Ich habe noch eine Route. Ja, dann kann ich ihn doch jetzt mal Gold verkaufen, jetzt wo es schon hergestellt wird. Kaffee? Ach, dann bauen wir einfach auch mal Kaffee an, oder? Weiß nicht, wächst Kaffee hier irgendwo gut? Gucken wir mal nach. Ich hätte aber auch gerne Tabak, muss ich mal sagen. Könnten wir nämlich diese Tabakfabrik, die Zigarrenfabrik bauen. Oh, hier wächst Kaffee gut. Nun, wenn das so ist, dann können wir doch hier mal ein wenig Kaffee anbauen. Hier kriege ich 100% Effizienz. Da fehlen doch ganz viele Felder, das glaube ich dem nicht. Hier ist 100% Effizienz sein. Das glitscht sich manchmal. Hier ist 100% Effizienz erst. Und dann direkt daneben kriegen wir gerade mal... Ja, 96% ist immer noch eine ganze Menge, möchte ich mal meinen. Jetzt brauchen wir hier allerdings auch noch einen Miststreuer. Ja, direkt hier rein. Gefällt mir gut. Oder vielleicht lieber so. Nee, dann schon... Ach, machen wir lieber so. Oder? Macht es überhaupt einen Unterschied? Ich weiß es nicht. Also ist der Weg ein bisschen kürzer zu fahren. Also egal. Dann kann das hier jetzt erstmal schön alles gebaut werden. Achso, und Tabak möchte ich aber auch noch anbauen. Ich sollte jetzt aber nicht zu viele Bauprojekte allerdings auf einmal anfangen. Wartet mal. Baue ich hier jetzt Tabak oder Kaffee? Kaffee, gut. Ach, Tabak und Kaffee wächst an den gleichen Stellen, oder wie? Nee, nicht ganz, aber ziemlich. Tabak... Ja, Tabak könnte man hier anbauen, theoretisch. Könnte man sogar recht praktisch machen. Wächst hier gut. Aber vielleicht lassen wir jetzt so erstmal, es wurde gerade schon so viel gebaut, das lassen wir jetzt erstmal noch. Was kann ich den Leuten noch? Achso, jetzt kann ich ihnen hier noch Kaffee verkaufen. Und, ja, das war's dann jetzt erstmal. Ach doch, Fisch kann ich ihnen ja noch zukommen lassen. Den stellen wir ja auch her, immerhin. Und ansonsten warten wir jetzt aber wirklich mal, jetzt lasse ich das Spiel mal laufen, dass der Überfall abgeschlossen wird. Hier, in der Piratenbucht. Wie lange dauert das denn noch? Ach, nur noch einen Monat. Sehr schön. Dann haben wir das ja gleich. Dann haben wir gerade schon den Fisch geliefert.
Fabio hat leider nichts anderes, was wir liefern können. Sie haben das Richtige gemacht. Ja, das wissen wir schon. Ja, komm, gleich sollten wir es haben. Ach, und wir sollen eine Taverne bauen. Ja, Taverne, interessant. Schön, Sie zu sehen. Die hier ist ja auch immerhin fast voll. Da bauen wir einfach mal eine, damit die, um die Mission abzuschließen. So, hier einfach direkt hin. Hier stehen schon so viele Tavernen. Ach, bauen wir einfach mal noch eine. Scheinen hier gut anzukommen. Aber vielleicht sollten wir bei einem Mal hier vielleicht mal erst helfen, dann predigen. Dann können sie ja, wenn die Effizienz dadurch jetzt zu niedrig ist oder die Servicequalität, können sie ja noch in die anderen Kapellen gehen. Würde ich mal so sagen, dass man das ein bisschen hier optimiert. Das ist das cool hier mit diesem Weg hier oben. Und kann das sein? Ich glaube, das ist doch... Haben Sie versenkt? Bei allem hirnverbrannten Narrentum. Jetzt ist der alabaster Beluge für immer verloren. Wir waren noch nie Freunde. Also können Sie mit mir keinen Freund verlieren. Nur einen Feind gewinnen. Und die Windhams sind mächtige Feinde, Gouverneur. Merken Sie sich das. Sie werden den Tag bereuen, an dem Sie diese Sache vermasselt haben und mit leeren Händen zurückgekommen sind. Okay. Geschafft, Gouverneur. Windham glaubt, die Ladung sei verloren. Er hat keinen Schimmer, dass ihr sie in eurem zweiten Badezimmer versteckt. Das Geheimnis des kalkweißen Wals. Ich weiß nicht, was dieser bleiche Stein ist oder warum er die Form eines fetten Delfins mit einem melonenförmigen Kopf hat, aber das muss der Alabaster-Beluga sein, den er erwähnt hat. Die klügsten Köpfe Tropicus versuchen, dieses Rätsel zu lösen. Wenn sie es nicht schaffen, werden wir Bücher kaufen müssen. Bibliothek haben wir schon, Arbeitsmodus unzensiertes Portfolio. Okay. Dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, das haben wir dann. Ja, aber da müssen wir erst den. Das müssen wir dann erst Oh, macht mal erst die Bibliothek, ja? Das dauert ja sonst zu lange. Ja, so, macht das mal so rum, bitte. Welch ein Tag! Ja, welch ein Tag, wirklich. Und die. Ach, die Taverne wird ja schon gebaut. Piraten greifen an, was? Oh, diese Piraten. Hatte ich ja schon wieder vergessen. Was wollen sie zerstören? Unsere Ruhmdestillerie. Okay. Überfälle und Militär. Wachturm und Fort gibt es da nur. Soll ich einen Wachturm da bauen oder soll ich einen Fort bauen? Ich baue mal einen Fort. Was ist der Radius? Was gibt der an? Können die nur in dem Radius Gebäude beschützen? Ich hoffe ja mal nicht, dass die. Ich hoffe mal, dass das was anderes heißt. Ja, ist bestimmt was anderes. Das gibt irgendeinen Buff, oder? Verringert die Freiheit in der Umgebung. Ach so, das ist der Radius, in dem man die Freiheit senkt. Aha. Ja, dann sollte ich es weit weg bauen eigentlich. Ich habe auch nicht zu weit weg. Die müssen da ja noch hinkommen können. Ach, hier ist so ein... hier ist so eine Abfahrt, richtig? Sehe ich das richtig? Ja, dann könnte ich es doch hier irgendwo bauen. Wo ist der Eingang? Hier. Dann bauen wir das hier. Ich glaube, die können das nicht einfach mal schnell bauen, sonst kriegen die das noch nicht hin. Jetzt haben wir Verteidigung. Truppen zur Abwehr von Angreifern auf die Barrikaden. Stellt keine Truppen bereit. Soldaten bleiben zur Abwehr von Angreifern im Gebäude. Offensiv. Das Gebäude stellt eine Truppe für den Angriff oder zur Abwehr von Angreifern bereit. Das können wir verbessern. Versorgungsinstallation. Falls die Gesundheitsversorgung Zufriedenheit eines Arbeiters niedriger als 30 ist, erhält der Gesundheitsversorgung mit einer Qualität von 30. Falls die Glaubenszufriedenheit eines Arbeiters niedriger als 25 ist, erhält der Glaubensdienstleistung mit einer Qualität von 25. Okay. Entschuldigung, altes Haus. Ich habe ein klitzekleines Anliegen. Okay, schon wieder. Bis jetzt ist unsere Revolution eher wendungreich. Ja. Kennen wir ja schon. Achso, und jetzt können wir hier ja wieder Schatzjagden machen. Wird doch jetzt wiederholt, ja. Gut. Wann kommen denn die Piraten an? Wo sind sie denn? Hä, die sind da hinten irgendwo angelandet? Stopp! Wenn ich jetzt auf die Barrikaden... Sind die dann abgelenkt und greifen das ein? Ja! Ich habe nämlich gehört, dass auf die Barrikaden... dass die da fast unbesiegbar sein sollen. Wenn die gerade... Wenn die aus dem Fort herauskämpfen. Hat mir so gesagt. Ich hoffe, es stimmt. Was brauchen die denn für eine Bildung dafür? Ungebildet. Dann werden sie wahrscheinlich auch nur arm sein. Bauen wir denen mal ein paar Baracken. Passt doch auch. Die Baracken hier neben das Fort...
So. Ja. Angreifer wurden besiegt. Sehr schön. Und, Forschung für Bibliothek ist abgeschlossen. Dann ändern wir den Arbeitsmodus. Was passiert da gleich nochmal? Das Gebäude verbreitet 25 frei. Die Wissensgenerierung wird um 50% verringert. Okay. Das Rätsel ist gelöst, Gouverneur. Hier ist eure Lesebrille. Außerdem habe ich Neuigkeiten bezüglich Windhams mysteriöser Statue. Das Walfangunternehmen der Windham-Familie hat den Alabaster-Beluga anscheinend von einem mysteriösen Stamm in der Arktis gestohlen. Er sollte ein Geschenk für die Kronprinzessin sein, doch der zuständige Kapitän hat ihn stattdessen an einen spanischen Archäologen namens Bandana Gomez verkauft, hier in Tropico. Viele würden große Summen dafür zahlen. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Bibliothek? Achso, das war ja das, was wir mal jetzt ist abgeschlossen, nicht der neue Auftrag schon. Gouverneur, ich weiß, dass Sie die Statue haben und das wird Konsequenzen haben. Unter anderem starke Schmerzen und einen Hauch von Tod, mindestens. Ein böser Windham nützt niemandem. Wir haben den Hafen ausgebaggert und das Wrack geborgen, aber die Ladung war verschwunden. Sie müssen sie haben, Gouverneur. Geben Sie mir den Alabaster-Beluga und ich lasse Sie vielleicht einem Leben. Alternativ kann ich ihn auch Ihren kalten, toten Händen entreißen. Gouverneur, wir sitzen in einem Topf voller heißer Suppe und wenn wir sie nicht auslöffeln, brennt uns der Hintern an. Wir müssen die Unabhängigkeit erklären. Nicht den Kopf verlieren. Bald werden Windhams Truppen in euren Palast eindringen und euren Kopf fordern. Meinen vielleicht auch. Vielleicht auch die Köpfe von anderen Leuten, aber die interessieren uns weniger. Vermutlich würde es uns auch nicht retten, Windham den fetten Delfin zu geben. Ihr müsst Präsident werden, das nächste Zeitalter erreichen, okay? Irgendetwas stimmt hier nicht, Gouverneur. Ich habe ein brennendes Verlangen, euch Präsident zu nennen. Ja, das hört sich gut an. Obwohl es nur recht und billig ist, dass die Krone von uns all ihrer Kolonie sämtliche Exporte erhält, würde es vielleicht einen Unterschied machen, wenn man uns nicht mit eiserner Hand regieren würde. Ich kann nicht umhin zu bemerken, dass sich der Wille des Volkes in eine eher, nun ja, unabhängige Richtung neigt. Bei den Revolutionären eine durchschnittliche Zustimmung, Prozentsatz der Bevölkerung Revolutionäre unterstützt. Hätte ich doch mal diese Immigranten nehmen sollen. Erfüllen sie die Forderung der Revolutionäre und dadurch verbessert sich die Zustimmung der Revolutionäre und die der Leute, die die revolutionären Fraktion unterstützen. Ihre Forderungen können auch mit revolutionären Immigranten belohnt werden, wodurch der Prozentsatz der Bevölkerung steigt, der die Revolutionäre unterstützt. Okay. Das Volk hat ein Anliegen. Das kommt ja wie gerufen. Mais herstellen, das sollte sich schnell erledigt haben. Tok, 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 das zählt schon sehr schön hoch. Und dann mal gucken, wem können wir was verkaufen? Wir könnten der Krone Planken und Rum verkaufen. So viel Geld gebe ich dafür jetzt mal nicht aus für die eine Route. Aber den Rum will ich ihn noch verkaufen. Das Volk ist stolz, Gouverneur. Selbst Anton, der ein Bein im Sägewerk verloren hat, verlangt auf eigenen Beinen zu stehen. Optionaler Auftrag, nicht den Gouverneur stürzen. Was? Wir sehnen uns nach Unabhängigkeit. Ich bin mir sicher, dass viele freigeistige Menschen auf diese Insel kommen werden, wenn sie deren Herren Sicherheit garantieren. Setzen wir uns für die Freiheit, Gouverneur. Mit mehr Leuten könnten wir ein Gesindel von Weltklasse werden. Ein Wachturm bauen. Okay, machen wir. Vielleicht hier unten? Ja, hier unten. Hier unten, so. Dann kommen wir ins nächste Zeitalter. Da sehen wir Windham mal in Farbe. Ich dachte immer, dass der nicht wiederkommen würde, dass der halt nur so ein... da sehen wir erstmal in Schwarz-Weiß im Weltkrieg, aber da gibt es also mehrere Bilder von dem. Das hätte ich aber nicht gedacht. Planken. Wir können auch nochmal den Planken liefern. Oder ist Fisch sogar wertvoller vielleicht? Fisch. So weniger einer. Ein Fisch bringt, glaube ich, ein bisschen mehr. Und der ist sich so schön schnell herstellen ich vor allem. Ich muss zugeben, ich bin froh, weiterhin mit Ihnen zu arbeiten. Heutzutage ist es wirklich schwer, gute Hilfe zu erhalten. Unter uns, Ihre kleinen Eigenarten machen den Aufenthalt hier etwas erträglicher. Gestern habe ich auf meiner Chaise Longue eine Spinne in der Größe meiner Hand gefunden. Der Kerl wollte wahrscheinlich Schmiergeld, wie alle anderen auch. Okay. Sollen wir die Mandatszeit verlängern? Eigentlich müssten wir es gleich haben, aber vielleicht... Wir gehen mal auf Nummer sicher. Vielleicht haben wir es ja auch nicht bald.
Hier will ich lieber aufs genehmigte Portfolio zurückgehen. Was können wir hier machen? Auch gar nichts. Hier arbeiten aber nicht viele Leute. Warum das? Piraten greifen an. Na ja. Viva la Revolution. Gouverneur, gemeinsam mit dem Volk. Ja, wir nehmen natürlich die Immigranten, dann sollten sich auch die Bergwerke auf einmal füllen. Noch nicht. Nun gut, wir schließen. Ich schließe die mal erst wieder nochmal. Bevor hier, wenn hier sowieso niemand arbeitet, müssen die auch nicht offen sein. Dann sollen die alle da arbeiten. Entschuldigung, altes Haus. Ich habe ein klitzekleines Anliegen. Eine Exporthandelsroute. Ja, weiß nicht, ob das klappen wird. Aber wir probieren es mal. Ja, es klappt. Und dann kann ich ihm doch noch Kohle anbieten. Oder Kokosnüsse bringen die mehr Geld? Nee, Kohle bringt natürlich mehr Geld. Bringt Kaffee noch mehr Geld? Oh ja, aber stellen wir Kaffee her? Ja, tun wir. Sie haben das Richtige getan. Ja. Sprich. Gut, jetzt sollte unsere Mandatssituation erstmal ein Glück. Wir haben so schön viel Geld, obwohl wir noch in Kolonialzeit sind. Das läuft gut in dieser Mission. Das freut mich. Ach, das ist die Zeitalterübersicht nur. Wüssten hier jetzt nicht mehr Leute? Haben wir denn keine... Wir haben zwei arbeitslose Bürger, aber ganz viele Obdachlose. Das ist nicht gut. Ich sollte mal ein paar Baracken noch bauen. Andererseits sind wir bald im Weltkrieg. Da muss ich jetzt nicht noch anfangen, Baracken zu bauen. Wir haben ein glorreiches Fort errichtet, um uns vor Gefahren von außen zu schützen. Jetzt müssen wir uns nur noch um Gefahren aus dem Inneren sorgen. Sie ist nicht den Gouverneur stürzen, da steht gar nicht optionaler Auftrag oder Hauptauftrag. Natürlich ist es undenkbar, dass sich Ihre tapferen neuen Revolutionäre gegen die Sache wenden würden, mein Gouverneur. Dennoch haben wir ein System von Loyalitätspunkten eingefügt, die unsere Solidarität garantieren und im Souvenirladen des Forts eingelöst werden können. Kriegen wir nochmal die Immigranten? Sind aber immer noch nicht 60% der Bevölkerung. Was kann man denn da machen? Gouverneur, Korruption ist so massiv. Ja, gut, es kommen einfach immer noch neue Missionen. So können wir das also machen. Na los, Leute. Was ist denn, wenn ich mehr. Okay. Kann ich ihm noch irgendwas verkaufen, vielleicht? Kohle. Ich könnte ihm doch noch Kohle verkaufen. Solange wir noch mit denen die Handelsverträge machen können, verkaufe ich dir immer noch Kohle. Jetzt müsste ich einen neuen kaufen. Ich kaufe keinen neuen. Das würde sich, glaube ich, nicht lohnen. Vielleicht schaffen wir das ja auf einmal. Ja, könnte sein, dass wir es gleich haben. Ja, mit dem nächsten Einwanderer. Mehr, Gouverneur. Mehr. Immer mehr. Na los. Die Krone verlangt danach. Ach, schauen Sie mich nicht so an. Über mir gibt es einen Typen, der die Anweisung nach unten reicht. Und ich weiß, dass Sie auch einen Typen unter sich haben. Das ist eben die Hackordnung. Bringen Sie mich nicht zum Hacken. Okay. Läuft ja nicht mit Effizienz. Ja, die sind auf 100%. Das geht auf mit dem Mitstreuern. Und hier drüben auch, hoffe ich. Ja, 97%, 94%. Ja, geht ja noch. Das kann ich nie verbessern. Noch gar nichts. Alles erst in Weltkriege. Oder sogar Kalter Krieg oder sogar moderne Zeit. Ach, das muss modernisieren, bestimmt. Ja. Und wie läuft's bei euch so? Ich warte gerade, dass revolutionäre Immigranten ankommen. Schon wieder Piraten. Die wollen immer die Rumdestillerie zerstören. Warum? Warum sind die auf die Rumdestillerie aus? Ich verstehe es nicht. Sie haben das Richtige getan. Ja, was die Krone will. Leute, wann kommt denn mal ein paar revolutionäre Immigranten? Könnt ihr den Fisch nicht mal schneller herstellen? Wieso komme ich gar nicht in den Wachturm wieder? Ja, soll ich den abbeißen? Der bringt ja auch Sicherheitspunkte, ich weiß nicht. Na los. Ne, die bringen ja nur Geld. Hier ist der Fischereihafen. Ja, die haben doch einige Fische rumliegen. Die müssten jetzt nur irgendwie... Ach, die landen hier oder laufen dann so außen rum? Ach so, weil es hier nicht durchgeht. Aha. Okay. Gut zu wissen. Na los. Produziert. Was auch immer. Fisch war's. Ah, eine Goldhandelsroute. Sehr schön. Aber das Zeug habe ich alles nicht. So, ich habe Zucker, aber ich glaube nicht, dass der hier eingelagert wird. Der sollte alles in der Destillerie sein. Denke ich zumindest. Mehr, Gouverneur.
mehr. Ja, mehr. Immer mehr. Na los. Die Gerberei? Das werde ich wahrscheinlich nicht machen, aber ich nehme es an, weil ich, sonst überfällt mich die Krone vielleicht noch. Ich weiß nicht, was passiert, wenn der Ruf bei denen besonders niedrig ist. Und hier habe ich ja gerade nichts. Jetzt stell doch mal den Fisch her. Ich brauche die Immigranten. Na los. Ist ja riesig, dieser Mistscheu, wenn ich immer die Leute ansehe. Jetzt kommt nicht hin, die Fenster sind doch eigentlich ein bisschen hoch, aber wobei geht. Geht eigentlich. Was macht eigentlich die Verordnung Kindergeld? Ach stimmt, da werden die nicht mit einbezogen in irgendwas. Erweiterte Bootswartung. Ach, das könnte ich mal machen. Nein. Ich wollte gerade meine Bootswartung, aber das kann ich noch gar nicht. Man kann hier wirklich kaum was machen in Kolonialzeit. Aber ich habe so viel Geld, ist ja der Hammer. Ich meine, wenn es jetzt schon so gut anfängt, wenn ich es jetzt nicht total verhaue, wird es dann ja auch gut weiterlaufen. Sehr schön. Ist gut, dass es in der letzten Mission gut läuft. Davor hatte ich ein bisschen Angst, dass ich das nicht hinkriege. Aber es scheint ja gut zu laufen. Und hier ist so, das finde ich cool, dass hier so dieser Steg ist. Auf diesem See. Ja. Kommt man das See, wenn da ein Wasserfall von weggeht? Ich weiß nicht. Aber das ist auch ein See, ja. Hier ist dann erst das Meer. Naja, das nächste Zeitalter kann ja jetzt nicht mehr lange dauern. Warum bin ich denn so unbeliebt? Und wann kommen denn mal Revolutionäre an? Soll ich vielleicht bei Piratenboot auf Überfall retten? Aber wer sagt, dass das Revolutionäre werden wiederum? Sie müssten doch mal... Hallo, ich kann ja auch nicht irgendwas... Und warum wird das mit dem Fisch nichts? Stellt schneller her. Ach, weil da niemand arbeitet. Warum nicht? Ach, ich habe keine arbeitslosen Bürger, aber obdachlose Bürger. Läuft ja schlecht. Ich höre mal die Effizienz. Die müssen wir diesen Fisch herstellen. Das geht ja so nicht an. Und ich glaube, ich reiße diesen Wachturm mal ab. Das bringt's doch nicht. Wieder zu den Kapellen. Ah, die können wir aber auch abreißen. So wenig wiederkommen, da reichen ja zwei aus. Wie läuft sie? Also nee, hier will ich jetzt gerade nichts. Kann ich auch mal pausieren. Das kostet doch nur Geld so. Ist auch vielleicht noch irgendeine Goldroute? Nein. Oh, jetzt sind zwei Routen gleich verfügbar. Dann kann ich ihn noch mal Planken schicken. Und Fleisch. Vielleicht hätte ich auch Tabak, aber egal. Ach nee, wir haben ja gar keinen Tabak. So viel Geld, der Hammer. Es kommt mir gar nicht so viel vor, weil wir sonst immer jetzt Hunderttausende hatten in der Mission. Eben, weil eigentlich ist 80.000 Euro mal schon ordentlich was auf Tasche. Ich will sogar nicht ausgeben, weil wir gleich ins nächste Zeitalter kommen und dann viel bessere Sachen kaufen können. So, wenn wir den Fisch haben, hoffentlich reichen dann die paar Immigranten. Nee, wahrscheinlich nicht. Wie kann ich das denn schneller machen? Was kann man da machen? Geht ja so nicht. Ach, das ist ein Landhaus. Ah, okay, so sehen die also aus. Ja, die müssen wir auch mal zu Häusern verbessern. Ah, jetzt ist es gerade um 1% gestiegen. Stellt den Fisch her, Leute. Stellt Fisch her. Ich liefere euch schon mal Kaffee. Aber stellt Fische her, Leute. Stellt Fische her. Los, los, los. Fische. Wir brauchen Fische, Leute. Kann ich was verbessern? Zusätzlich zu Fisch sammeln die Arbeiter. Oh. Ja, das könnte man ja mal mitnehmen. Viva la Revolution. Gouverneur, gemeinsam mit dem Volk. Na also, nehmen die Immigranten. Wo kommen sie? Wo sind die Immigranten? Ah, nee, hä? Blaupause für Opernhaus. Auch nicht schlecht. Aber wo sind meine Immigranten? Ich brauche die Revolutionäre doch, Leute. So geht das nicht. So kommen wir hier nicht voran. Ich könnte mir ja schon mal überlegen... Was? Die Pirate kommt von da hinten? Seit wann das? Hä? Wie sind die da hingekommen? Egal, okay. Also, ihr müsst jetzt auf Verteidigung. Und dann muss ich da mal kurz einen Wachturm hinsetzen. Damit das... schnelles Bauen mit Steuerung. Wenn wir mit dem kämpfen und nicht unsere Bibliothek zerstören. So, der sollte sich lang genug hinhalten, bis die beiden Truppen da sind. Oh, so viel Geld, Leute. Ist ja der Hammer. Ich könnte mir schon mal überlegen, wie ich die Stadt... Das Volk hat ein Anliegen. Kapelle bauen.
Machen wir. Mache ich auch. Hab ich doch eben eine abgerissen, so ein Quatsch, ey. Das mit der Kapelle, das machen wir. Ich mache da auch schnell einen Bau. Ach nee. So, ich will jetzt hier. Bis jetzt ist unsere Revolution. Ja, hier, ich will hier schnell durchkommen jetzt. Aber die reiße ich jetzt wieder ab. Ich brauche die ja nicht. Und den Wachturm, den werde ich wahrscheinlich auch nicht brauchen. Ich könnte mir schon überlegen, wie ich die Stadt entwickeln will, habe ich mir gerade überlegt. Müssen wir gucken, wie die Schönheitswerte hier überall sind. Jupp. Ach, ich finde die Insel gar nicht so hässlich. Naja. Hier hinten ist hohe Schönheit und hier. Aha. Nun, dann wohnen die Leute vielleicht da hinten irgendwo. Mal sehen. Müssen wir uns da mal überlegen. Rum. Und. Ananas, Tabak, Banane, Meeresfrüchte. Nee, haben wir gerade alles nicht. Könnten wir jetzt mal ein Bergwerk öffnen mit den arbeitslosen Bürgern. Schöner würde ich weiter gucken. Hier, Schönheit. Tja, hier könnten da ja die Leute wohnen. Oder da hinten. Wir bauen da mit einer Brücke. Würde ja auch gehen. Hier so. Ja, hier könnte man mit Parks aber auch was machen hier unten. Vielleicht sollten wir einfach hier. Ich weiß nicht, wo man. Ach jo, jetzt wir können ja auch nicht auf Hydrokulturen. Das Volk hat ein Anliegen. Überfall Beute abschließen. Was für ein Überfall ist, machen wir denn da? Wollen wir Gold, Tabak, Gold, Mais, Kaffee? Ach, keine Ahnung, nehmen wir einfach mal den hier mit. Die dauern alle 3 Monate, oder? Ja, okay. Wir können ja, wir müssen ja noch darauf achten, wo was wächst und so. Das kommt ja erst spät, das kommt ja erst in moderner Zeit, dass wir einfach so bauen können und die Industriegebiete und so wirklich voneinander trennen. Da müssen wir erstmal gucken, wie es da weitergeht. Ich würde sagen, dass ich tatsächlich gerade ein bisschen ideenlos bin, hier weiter zu spielen. Ich weiß gar nicht ganz, was ich machen soll. Also, jetzt nicht grundsätzlich, nur gerade jetzt im Moment. In der nächsten Aufnahme wird es dann, denke ich, besser laufen. Ich werde die auch beenden, die Aufnahme nach diesem Video dann. Und dann werde ich in der nächsten Aufnahme bestimmt viel motivierter dran sein können. Das Video möchte ich jetzt aber noch fertig machen. Wir sind ja bald durch. Ich hoffe, wir kriegen das hier noch ins nächste Zeitalter. Das wäre schön. Aber so richtig gut sieht es da im Moment nicht aus. Wobei, es fehlen auch nur noch 2%. Das sind 4, 5, 6 Bürger sind das doch nur. Muss doch gehen. Wird doch wohl irgendwie klappen. Tabak, Kohle. So. Wird ja wohl irgendwie gehen. Haben wir schon die Kohleroute abgeschlossen, können wir wieder was anderes verkaufen. Haben wir aber nicht das Zeug. Na los, Leute. Ich brauche Revolutionäre. Macht Beute, macht das schnell. Das Budget kann ich nicht verändern. Neue Aufgabe. Das Volk von Tropico liebt euch fast so sehr, wie ich euch liebe, Gouverneur. Wir haben einen vorzüglichen Geschmack. Ist es schon soweit? Fortschritt zum Zeitalter Weltkriege. Aber wir verstehen nicht, warum wir noch immer die Befehle der Krone entgegennehmen, obwohl wir hier den bestmöglichen Anführer der ganzen Welt haben. Völlig unabhängig davon habe ich neulich mit meiner Feder vor mich hingekritzelt und dabei zufällig diese Unabhängigkeitserklärung entworfen. Vielleicht möchtet ihr sie unterzeichnen, Gouverneur? Unabhängigkeit erklären und die Krone bezahlen? Ja, das können wir uns leisten. Machen wir das direkt mal. Was brauchen wir, diesen Beuteauftrag nicht mal mehr? Ausgezeichnet. Ich wusste, dass Sie ein schlaues Köpfchen sind und Ihres auch behalten wollen. Kopf bewahren. Ich werde das Geld der Schatzkammer übergeben und Sie darüber informieren, dass wir noch einem unserer Provinzgewässer den Laufpass gegeben haben. Es wird keine Schwierigkeiten geben, das versichere ich Ihnen. Im Ernst, diese Insel sind die Kosten einer Invasion wirklich nicht wert. Und tschüss. Mein Herz hüpft vor Freude. Zum ersten Mal begrüße ich meinen furchtlosen Anführer als El Presidente. Doch für unsere junge Nation ist es eine gefährliche Zeit, um sich aus dem kolonialen Nest zu wagen. Es ist eine Zeit der Kriege und der Folgekriege. Es ist an der Zeit, sich zu verschanzen, über Elektrifizierung und Industrie nachzudenken und Ärzte auszubilden, um die von der Industrie verursachten Gesundheitsprobleme zu lösen. Es gibt viel zu tun. Pflegen Sie Beziehungen zu 4 politischen Fraktionen gleichzeitig, die die Meinung des Volkes beeinflussen, verbünden Sie sich mit einer der 2 gegnerischen Supermächte, entsenden Sie Kommandotruppen zu Überfällen, um Guerillakämpfe zu unterdrücken und Supermächte vom Angreifen abzuhalten. Erzählen Sie mir mehr, ich glaube, dann lande ich in der Zeitaltübersicht, das haben wir uns ja schon mal angesehen. Kanal 1, Tropico Stimme sagt,
Hola! Mhm. Mitarbeiter im Regierungsbeulen wären unabhängig von ihrer Zustimmung El Presidente. All jene mit einer Zustimmung unter 45% könnten Rebellen werden. Die Chance dafür erhöht sich um 10%. Ja, klingt nicht, klingt irgendwie seltsam. Ich mach mal alle Bürger und hier machen wir mal Option für diese Karte nicht verfügbar. Oh. Kann ja heiter werden, wenn das so ist. Machen wir erstmal Miliz, bis wir Highschool und alles haben und dann bestätigen wir die Änderung. Jetzt bin ich mal gespannt, was die nächste Hauptmission wird. Mein Kopf ist, glaube ich, noch dran. Der eure? Oh, was für eine Erleichterung. Gestattet bitte, dass ich euch als Erster gratuliere, Präsidente. Haben wir den Auftrag nicht den Kopf verlieren abgeschlossen? Doch Windham wird keine Ruhe geben, selbst wenn die Krone ihre ehemalige Kolonie auf eigene Füße stellt. Wir sollten uns auf das Schlimmste gefasst machen. Zum Glück ist euer loyaler Penultimo immer vorbereitet. Er wäre ein toller Pfadfinder geworden, hätte man die nicht gerade erst erfunden. Gut gespielt, Gouverneur. Oh, es tut mir so leid. Macht der Gewohnheit. Ich meine natürlich Präsidente. Beenden Sie Ihre Blockade. Bedauerlicherweise scheint Tropico auf der Schifffahrtslinie auf Südamerika zu liegen, die Öl zu meinen Freunden, den Alliierten, bringt. Oh nein, Sie haben versehentlich Ihren Hafen blockiert, während Sie das Öl vor den U-Booten der Achsenmächte beschützen. So ein Pech. Unterstützen Sie die Kriegsanstrengungen der Alliierten und wir können über Ihre Handelssituation sprechen. Hm? Wir sind doch alte Freunde. Nee, sein Bild sieht immer noch so aus. Hm. Exporthandelsroute mit Alliierte für Stahl erfüllen. Solange eine Blockade Ihnen Schwierigkeiten macht, verzögern sich alle Ihre Frachter um einige Monate. Das nehmen wir an und werden uns dann auch gleich um eine Hand... freut sich, bekannt geben zu können, dass eine fremde Nation Tropico mit einer Blockade ehrt. Entschuldigung, mit einer Flotte von Booten vor der Küste. Wie nett. Ja, also auf jeden Fall werden wir das in der nächsten Folge dann gerne machen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ihm gerne einen Daumen nach oben geben, um weitere nicht zu verpassen und den Kanal zu unterstützen. Lohnt es sich zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.